Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ah, hier haben wir auch noch das Schiff von den Kaiserlichen, wollte ich jetzt sagen, aber hier von Paladin. Mal gucken, was wir hier vielleicht mitnehmen können. Hier gibt es ja ein bisschen was. Wein und Fischsuppe. Noch ein Bett. So, nochmal Fischsuppe. Nehmen wir alles mal mit. Und gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch so finden. Da können wir definitiv, glaube ich, noch nicht rein, aber wir versuchen es trotzdem mal. Quatschen wir die mal an. Moment, wo willst du hin? Ich wollte, hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos. Ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Okay. Ich will trotzdem dessen Rüstung haben. Und ich will wissen, wie ich die Fackel wieder loswerde. Nee? Egal, dann lassen wir die liegen. Wer ist denn da vorne? Da ist auch wieder eine Waffe. So. Ein Ritter. Warum seid ihr Paladine nach Korinnes gekommen? Das geht dich nichts an, Bursche. Für dich muss es reichen zu wissen, dass wir im Dienst der Innos und des Königs handeln. Okay, wer hat hier das Kommando? Lord Hagen. Und? Und sonst niemand. Lord Hagen ist der Oberbefehlshaber über die ganze Insel. Wie kann ich Paladin werden? Diejenigen, die sich im Dienst der Innos oder des Königs würdig erweisen, werden erwählt. Das heißt im Klartext, nur die Besten werden genommen. Aber davon bist du noch sehr weit entfernt, mein Junge. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist hier im Hafenviertel. Wo willst du hin? Zur Kaserne, zum Galgenplatz, so. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Er kann mir nicht wirklich helfen. So, was gibt's denn da hinten? Ich sehe da schon einen Lurker. Ich glaube, gegen den komme ich noch nicht zurecht. Ne, ist ein Varan. Komm her, Mistvieh! Der kommt aber jetzt nicht hier hoch, ne? Wo ist denn der andere Ritter, Paladin, wie auch immer? Ist er tot? Der schwimmt da noch. Ich glaube, ich habe ein Problem, wenn er jetzt hier hinkommt. Nein, komm, kletter hoch. Nein, oben bleiben. Ja, und hier hoch. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Wo ist der Varan? Er kommt jetzt wieder. Der Varan... Ne, da kommt er wieder. Wo ist der Varan hin? Okay. Und er hat den Varan getötet. Ja, so geht's auch. Schade, dass ich jetzt die Erfahrungspunkte für den Varan nicht bekommen habe. Da ist nichts zu holen. Den kann ich aber auch nicht mal looten. Toll. Aber der Weg da hinten ist jetzt frei. Habe ich mir ganz schlau ergaunert. Nur die Punkte habe ich jetzt dafür nicht bekommen. Und hier gibt es so viele Fische. Noch mehr Fisch? Nee. Gibt's hier Kisten, die mit der Wand eins sind? Okay.
So, Fischsuppe. Piratensee. Ah, 40 Stärkepunkte zu wenig. Okay. Aber dann können wir den Säbel vielleicht sogar schon verkaufen. Oder so. Den Fisch nehmen wir mit. So und so. Nochmal Fischsuppe. Nice. Sonst liegt hier nichts rum, ne? Klappmuschel. Was ist denn das da? Okay, das ist einfach nichts. Feldknöterich. Hier ist aber gar nichts, ne? Nicht mal der Bogen ist hier. Schade. Oder ich bin gerade echt zu blöd und habe den übersehen. Hier sind aber schon kleine Boote überall. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Jo, die Musik ist aber auch sehr, sehr laut. Da liegt wieder ein Fisch. Und hier nochmal Fisch. So, da. Dann gehen wir hier wieder zurück. Ist jetzt aber echt eine gute Frage, wo wir den Bogen für Bogner finden. Hier ist doch Bogner, oder? Auf jeden Fall ein paar Quests, ein paar Aufgaben. So. Der Weg ins obere Viertel. Fälle für Bosper. Ja, suchen wir uns ein paar Wölfe. In Puff gehen wir irgendwann anders. Nicht heute. Aber wir werden das noch hinten machen. Wir werden da noch hingehen. Erzähl mir nicht sowas. Ich glaube da nicht dran. Jetzt müssen wir aber auch erstmal ein paar Quests erledigen. Hier mit dem quatschen wir ein andermal. So. Was haben wir, was wir verkaufen könnten? Den Säbel können wir ja verkaufen. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Und hier bei ihm können wir ja ein besseres Schwert holen. Warte mal, wo sehen wir das? Wir haben Stärke 20. Oder Lederrüstung. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Jo. Und zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Degen. Benötigte Geschicklichkeit 20. Ach so, Geschicklichkeit bräuchte ich da. Gut, dann aber das kann ich ihm dann verkaufen. Ich habe nur noch ein Pfeil. So, was kann ich ihm sonst verkaufen? Steckbrief, ein Bild von mir. Ja, komm, lassen wir mal so. Und wo haben wir die Rüstung? Da ist die Lederrüstung. Das hast du nicht gewusst. Dann haben wir zumindest was, damit wir jetzt ein bisschen besser gewappnet sind. Ich wäre mir da nicht so sicher. Aber wer war jetzt nochmal? Genau, hier, Sarah. Zu Sarah müssen wir. Die kann mir ja Waffen verkaufen. Wo waren die? Hier irgendwo. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zu. War es nicht hier? Oder da hinten? Ja, hier hinten war das, genau. So. Er sollte lieber den Mund halten. Quatschen wir mal mit ihr. Ah, da bist du ja wieder. Jo. Kanta wollte dich reinlegen. Kanta wollte dich reinlegen und sich deinen Stand unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben.
Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Ich kenne den Mistkerl schon lange. Er war schon immer auf meinen Platz scharf. Nimm diese Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, das ist doch kein Geheimnis. Piratensäbel erhalten. Mein Mann sieht das anders. Wo ist denn der Piratensäbel jetzt? Wirklich? Ja, und den kann ich nicht nutzen, nein. Ah, da bist du ja wieder. Jo. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. So, was hat sie denn, was ich nutzen kann? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. So. Er erzählt alles weiter. Kurzschwert, Degen. Was du nicht sagst. Kurzschwert könnten wir. Dänchen nicht. Ich glaube da nicht dran. Du hast nicht genug Geld, um da. Ah, dann gebe ich ihr das. Ich hab was anderes gehört. Jetzt habe ich 219. Das ist kein Geheimnis mehr. Schlimme Zeiten sind das. Das ist mal wieder typisch. Das ist doch kein Geheimnis. So, okay, komm. Wirklich? Mach mal den hier weg. Sowas. Der wäre 350 wert. Ah, da bist du ja wieder. Jo, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, dann gebe ich ihr den. 220. Ernsthaft jetzt? Ich habe was anderes. Komm, dann gebe ich ihr das noch. Den Wein. Das darfst du keinem erzählen. Den weißen Rum. Ich habe was anderes. Bier, Wacholder, Brot, den Fisch. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wie viel muss ich hier jetzt verkaufen, damit ich auf 500 komme? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist mal wieder typisch. Komm. Ich habe was anderes gehört. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Nein, das reicht nicht. Sowas? Ah doch, das reicht. Das reicht. So, dann haben wir das Kurzschwert bekommen. Er redet einfach zu viel. Das ist ja schrecklich. Das ist mal wieder typisch. So. Schlimme Zeiten sind das. Das habe ich schon immer gesagt. Das darf so, dann haben wir zumindest ein bisschen was. Schlimme Zeiten sind das. Schlimme Zeiten sind das, ja. Das darfst du keinem erzählen. So, was habe ich jetzt noch an Quests offen? Genug. Hört ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens. So, das speichern wir aber auch einmal. So, das dauert jetzt ein bisschen und. So. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz. Pablo kenne ich doch irgendwo. Kaufmannsgasse. Wir müssen jetzt irgendwie zu einer Ausbildung kommen. Die Frage ist nur, machen wir jetzt einen Bogner oder den Schmied? Von mir erfährt keiner was. Wir gehen aber erstmal hier entlang. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich sehe schon da oben was. Aber das ist jetzt. Komm. Da ist nichts. Okay, hier ist nichts zu holen. Aber wir suchen jetzt ein paar Wölfe. Wir haben ja gelernt, wie man hier Tiere ausschlachtet. Tiere ausweiden gelernt. Riesenratte. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Das sieht gefährlich aus, hier runter zu springen. Aber da ist auch so viel, was man mitnehmen könnte. Aber wir brauchen. Wie ist denn Gesundheit? Ja, schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht noch irgendwo ein paar Wölfe finden. Halbes Dutzend, also fünfmal Wölfe brauchen wir. So. Jo, Alter. Jo. Nein. Hör auf. Brauch Hilfe. Hilfe. Wachen. Hallo.
Dann ein paar Blutfliegen, die mich tot sehen wollen. Wo war nochmal der eine, wo man pennen konnte? Ich bräuchte ein paar Sachen. Ich bräuchte mal eine Nacht zum Regenerieren. Irgendwie. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwähnte. So. Genau, hier war das irgendwo. Da konnten wir ja pennen gehen. Ja, komm, ich will nur vorbei. Pennen wir nochmal bis zum nächsten Morgen. So. Jo, jetzt sind wir wieder voll. Hä? Nee? So, jetzt. Oder wir gehen mal hier rum, durch das Tor. Er redet einfach zu viel. Das habe ich schon immer gesagt. Hier gibt es schon viele Händler, muss man sagen. Das habe ich schon immer gesagt. So. Mika. Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt, von einem der Bauernhöfe. Von einem der Bauernhöfe? Ein Bauer also? Hm. Dann solltest du besser nicht alleine über die gefährlichen Feldwege spazieren. Wer weiß, wer dir hier auflauern könnte. Was ist denn hier draußen so gefährlich? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Ich denke darüber nach. Wie du willst. Ich wünsche dir einen schönen Tod. Ja, gehen wir erstmal noch nicht da raus. Ja, wie machen wir das dann jetzt? Ich bin noch nicht stark genug, gegen irgendwas hier anzukommen. 52 ist unser Leben. Gildenlos, Stufe 1, Magie, Kreis 0, Erfahrung 1310 von 1500. Ja, wir müssen schauen, dass wir irgendwie, komm, wir machen hier Informationen für, Gavel. Matteo und Greta. Greta, die Nichte des Tischlers Torben, hat Schulden, Tischlers Torben hat schuldet Matteo 100 Goldstücke. Wenn ich sie ihm wieder beschaffe, hilft er mir, ins obere Viertel zu kommen. Fangen wir mal mit Greta an. Die hatten wir irgendwo gesehen gehabt. Wo waren die nochmal? Irgendwo hier, so, war die hier? Nope, hier nicht. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Ah, hier ist Vatras, aber mit dem quatschen wir noch nicht. Vielleicht ein andermal. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos überkam. Hier war doch. Genau hier. Da ist Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Geld. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Alter, was ist... Schluss jetzt. Wo ist das Geld? Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Ich werde die Summe für dich bezahlen, dann verkaufen wir halt deine Klamotten. Wer mit der Kohle, sonst verpasse ich dir eine. Nee, wir sind kein Frauenschläger. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten.
Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Ja, hab ich vor. Ja, wer Schulden hat, muss die auch bezahlen. So, hier ist Matteo. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Hilf mir bei einem, Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Nice. Okay, den ersten haben wir erledigt. So, wir sind jetzt auch wieder eine Stufe aufgestiegen. So, eine große Herausforderung. Vor der Stadt wurde ein Ork gesehen. Der Schmied Harad will, dass ich ihn töte. Eine Orkwaffe sollte als Beweis reichen. Ja, da traue ich mir noch nicht zu. Felle für Bospa. Bospa hat mir beigebracht, wie ich Tieren das Fell abziehe. Ja, komm. Versuchen wir es noch einmal. Wir speichern hier jetzt aber. Oder warte, wir gehen einmal gleich zu Laris. Der ist ja unten am Hafen. Sag nicht, dass der kann uns noch mal ein bisschen in Stärke was beibringen. Stärke ist mir erstmal am wichtigsten. Denn alles andere hier brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, Schlösser öffnen vielleicht noch. Aber Taschendiebstahl brauchen wir nicht. So, dann bin ich am Überlegen. Ich weiß noch nicht, ob Einhänder oder Zweihänder. Aber Stärke definitiv von den Dingern. Ich habe was anderes gehört. So. Ah, warte mal. Wir haben hier das Ding. Wenn wir den jetzt auch rauchen, kriegen wir auch Erfahrung wie im ersten Teil? Mein Mann sieht es anders. Nee. Okay, wir sind dann aber high. Hallo Laris. Hey, bring mir was bei. Bring mir was bei. Von mir hört keiner was. So, Stärke. Ich glaub, und nochmal Stärke. Sich ja so ein. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Ja, okay. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Okay, weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Okay. Alles weiter. So. Ich habe was anderes. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Die Leute fragen aber erstmal noch nicht. So, ich glaube, Meldor und hier haben auch mit der Diebesgilde zu tun. Warte mal, wir mussten doch für irgendwen hier doch auch der Mann mit der Augenklappe, der Ring des Wassers. Lehrlingen Corinis. Matteo gibt mir seine Zustimmung, wenn ich ihr... Ja, okay. Als Lehrling könnte ich anfangen bei Bospa, dem Bogen... Nee. Um als Lehrling aufgenommen zu werden, brauche ich die Zustimmung der anderen Meister. So. Mussten wir nicht hier irgendwen jetzt für Torben zum Beispiel suchen? Der sucht hier seinen Auszubildenden da. Seinen Lehrling. Kriegen wir vielleicht da auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Bevor wir rausgehen. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos. So, gucken wir mal hier. Hier sind ja auch noch ein paar Leute. Das ist wirklich. Ach nee, das ist
Super. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich vermisse das Rollen beim Springen. Das Abrollen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. So. Und zuletzt gucken wir mal, wer von denen hier eventuell der Azubi ist. Ah, hier ist Greg. Hey, du. Schlimme Zeiten sind das. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Klar. Und das wird noch viel schlimmer. Warum soll ich mich denn noch erledigen? Jora, nee, das ist nicht der Azubi. Das ist doch kein Geheimnis. Schlimme Zeiten sind das. Rengaru, war der Azubi? Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Ja, okay, gut. Bartok? Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Das ist ja interessant. Ah, wo kann ich die anderen Jäger finden? Bosper sagt, du hättest für ihn gearbeitet. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich habe ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Ja, das auf jeden Fall. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Das darfst du keinem erzählen. Bring mir bei, wie man schleicht, kosten 5. Viel besser mit dem Bogen umgehen. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Ich glaube, ich habe die 50 Goldstücke nicht. Später. Das weiß doch inzwischen jeder. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Wo ist dein Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Er ist verschwunden. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Das ist mal wieder typisch. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Mehr hat er jetzt nicht für uns, oder? Und 50 Gold habe ich jetzt auch nicht. Das heißt, wir müssen ein paar andere Quests erstmal machen oder die Wölfe selber jagen. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis. Warte mal, hier fehlt da doch noch irgendwer. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen. Die waren doch umsonst, hieß es, oder? Ich darf hier so viel Bier nehmen, wie ich will. Wurde mir ja gesagt. Es gibt nur 5 Bier, okay.
Alvin? Alvin und die Chipmunks? Lucy? Ist ein schöner Name auf jeden Fall. Alrik? Wer ist denn jetzt eigentlich hier der andere Azubi? Der Faulpelz? So, hier sind die... Ne, das ist der mit der Karte. Da haben wir wieder Laris. Jack. Hey. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Sieht ein bisschen blass aus um die Nase. Macht dir nichts draus, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Ah, okay. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Corinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Okay, warum gehst du dann nicht? Warum gehst du dann nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Wie ein junger Hüpfer? Was meinst du mit Gesindel? Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heue. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Hm? Warum kommen keine Schiffe mehr? Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schied. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Okay. Mehr hat er nicht mehr zu erzählen. Aber gut zu wissen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir jetzt mal wirklich die Wölfe. Oder eventuell hier die anderen Lehrlinge und so weiter. Hier den faulen Lehrling auf jeden Fall. Na, Bartok haben wir ja schon gefunden. Das heißt, wir brauchen wirklich nur noch die Wölfe. Dann vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.